auch bei den Medien so weit, dass es darum geht, ums Geld vorwiegend und darum geht, wer wie viel vom Geldkuchen bekommt. Früher ging es ja mal um Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, um freien Journalismus, wenn man das so sagen darf. Heute geht es um die Verteilung des Kuchens. Und bei dieser Verteilung des Kuchens ist mir prinzipiell relativ wurscht, wer wie viel bekommt. Es geht aber darum, dass die Politik nicht über einen Kuchen, den sie verteilt, die Medien disziplinieren darf. Und im Prinzip sind wir mit diesem Gesetzentwurf, so wie wir mit der Medienförderung generell immer am Rande sind, am Rande der Disziplinierung der Medien über die Geldschiene und natürlich auch in einem sehr schwierigen Bereich, der nichts wirklich Primäres mit der Wirtschaftsförderung zu tun hat, sondern natürlich mit einer Meinungskultur, mit einer Pressekultur, auch mit einer Medienlandschaft. Denn die Wirtschaftsförderung ist eine Geschichte. Da werden bestimmte Kriterien angesetzt. Aber die Medienförderung muss eine ganz andere, wesentlich objektivere und weniger beeinflussbare Schiene fahren. Und ich denke, dass wir das mit diesem Gesetzentwurf nicht tun. Herr Präsident, ich bin grundsätzlich, ich bin nur eine Stimme, aber ich bin grundsätzlich gegen diese Vorgangsweise mit diesem Mediengesetz. Denn mit diesem Mediengesetz wird der Landtag erpresst, unter Druck gesetzt und soll im Schnellverfahren eine wichtige Materie abhandeln, für die wir mehr Zeit gebraucht hätten. Ich sage auch ganz klar noch einmal, dass die erste Gesetzgebungskommission, der erste Gesetzgebungsausschuss seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Wenn wir hierher kommen ins Plenum und jetzt die wesentlichen Teile oder strittige Teile im Plenarsaal ändern, wenn wir hören müssen, dass zwei Abgeordnete, die Kollegin Foppa und die Kollegin Mayer, im Gesetzgebungsausschuss eine Anhörung zu diesem wichtigen Thema beantragt haben, die abgelehnt wurde, weil man ja der Meinung ist, man hat schon genug mit den Medienvertretern geredet, dann ist das nicht wirklich die Meinungs- und Willensbildung, die der Landtag eigentlich durchführen sollte. Und vor allem ist das nicht die Erfüllung der Aufgabe, die den Gesetzgebungsausschüssen gestellt ist. Denn die Gesetzgebungsausschüsse sollten an dem Plenarsaal möglichst gut und akkurat vorbereitete, bearbeitete Gesetzentwürfe weiterleiten und nicht Gesetzentwürfe, die eher chaotisch gestaltet sind, über die wir erst noch einmal diskutieren müssen und dann eine Sondersitzung abhalten müssen, nachdem man schnell eine Anhörung anberaumt hat, die im letzten Abdrücker sozusagen anberaumt wurde. Ich muss auch ganz offen sagen, auch Medien haben geschlafen in diesem Zusammenhang, auch manche Medienvertreter. Denn auch die haben sich im letzten Moment und im letzten Abdrücker an das Landtagsplenum gewandt, weil man ja dann verstanden hat, dass noch das Landtagsplenum hier etwas verabschieden muss und nicht nur die Landesregierung. Und hier sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir im letzten Abdruck sozusagen vor Torschluss, vor Endabgabetermin der Abänderungsanträge noch schnell eine Anhörung hatten hier im Landtag, ja, um die Position halt ruhig zu stellen, damit die auch anhören dürfen, denn wie es der Landeshauptmann erklärt hat, wir haben ja schon angehört. Ganz richtig. Das hat die Landesregierung getan und das ist Aufgabe der Landesregierung. Ihr habt's ja mit den Medienvertretern schon im Vorfeld geredet. Die Problematik, die hier entstanden ist, liegt beim Landtag und beim zuständigen Gesetzgebungsausschuss, der schlecht gearbeitet hat, denkbar schlecht gearbeitet hat. Und ich bin der Meinung, ich kann das nicht, weil ich nicht Einbringer bin, aber ich bin wirklich der Meinung, ganz ernsthaft der Meinung, dass dieser Gesetzentwurf an den Gesetzgebungsausschuss rückverwiesen werden müsste, um dort noch einmal überprüft zu werden, um dort noch einmal einer ordentlichen Bearbeitung unterzogen zu werden und dann als ordentlicher Gesetzentwurf an den Landtag weitergeleitet werden. Ich denke, dass wir in 6 Monaten, spätestens 12 Monaten, so wie wir das in dieser Legislaturperiode gewohnt sind, wieder Hand an diesen Gesetzentwurf, an dieses Gesetz legen müssen, weil er schlampig gemacht ist, selbstverständlich. Ich gebe nicht die Schuld, ich will niemandem zu nahe treten, den beiden Abgeordneten, die die Anhörung beantragt haben, denn sie haben ja eigentlich das getan, was man erwarten würde, gerade bei einem so wichtigen Gesetzentwurf, wo es nicht so einmal darum geht, irgendwo in irgendeinem Wirtschaftsbereich einmal ein paar Euro zu verteilen. Es geht um die Medienförderung, ein hochsensibles
Thema, das total unterschätzt wird und wurde auch. Man sieht auch bei der Landesregierung unterschätzt wurde. Ein hochsensibles Thema, bei dem es darum geht, wie verteile ich das Geld so, dass ich nicht in den Verdacht kommen kann und es auch faktisch nicht tun kann, dass ich über die Geldverteilungsmaschinerie Medien diszipliniere, ihnen einen goldenen Maulkorb oder vergoldeten Maulkorb anlege oder wie auch immer. Ich bin der Meinung, dass dieser Gesetzentwurf ein Flickwerk ist. Das sagt man manchmal so leicht dahin, aber bei diesem Gesetzentwurf stimmt es tatsächlich. Und wenn wir ordentliche Gesetzgebung machen wollten, dann müsste dieser Gesetzentwurf an den Ausschuss zurück. Natürlich geht man uns jetzt her, das Messer auf die Brust setzen und sagt, ja, dann können wir bestimmte Beiträge nicht mehr zeitgerecht verteilen und. Das interessiert mich als Gesetzgeber oder als Mitglied des Gesetzgebungsorgans nicht. Das ist Problem oder ein Problem der Landesregierung, der Exekutive. Nach dieser Überlegung könnte die Landesregierung den Landtag bei jedem Gesetzentwurf das Messer auf die Brust setzen und sagen, wir müssen das innerhalb von kürzester Zeit verabschieden. Ihr dürft es nicht mehr lange herumdiskutieren. Das muss jetzt geschehen, leider Gottes. Das muss jetzt in dieser Eile auch im Plenarsaal abgeschlossen werden. Und wir bringen hier noch ganz schnell einige Änderungen, weil wir ja noch ganz schnell mit einigen Medienvertretern geredet haben, die Einwände hatten, weil das oder jenes, das mit den Online-Kommentaren so nicht passt und so weiter. Also wenn wir hier ein Medienförderungsgesetz beschließen, bei dem es um die wesentliche Frage geht, wie sollen zum Beispiel Meinungen bewertet werden, die abgegeben werden in Online-Foren? Oder gibt es meinungsgebundene Förderung? Soll es eine meinungsgebundene Förderung geben, dass derjenige, der bestimmte Aussagen veröffentlicht, plötzlich kein Geld mehr erhält? Wer bewertet diese Aussagen? Welches objektive Kriterium setzen wir an? Wir haben hier einen Abänderungsantrag jetzt, der eine Klarnamenverpflichtung vorsieht. Ich bin auch da strikt dagegen. Warum sollen wir das jetzt vorsehen in dieser Form? Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht hält, dass das in keinem Fall von einer Landesgesetzgebung in dieser Form vorgesehen werden kann. Das werden wir sehen in den nächsten Monaten. Ich denke nicht, dass wir diese Regelung so durchführen können. Da steht nämlich auch in diesem Abänderungsantrag wieder drin, wir wollen vermeiden, dass Medien Geld erhalten, die strafbare, soweit kann ich folgen, aber beleidigende, diskriminierende oder was weiß sonst noch Inhalte veröffentlichen. Deshalb verpflichten wir dazu, Klarnamen zu veröffentlichen mit einem bestimmten System, das nachvollziehbar ist, indem man eine PIN und was weiß ich noch erhält. Erstens einmal schließt das in keinem Fall aus, dass derjenige, der auch mit seinen Klarnamen einen Kommentar veröffentlicht, dann trotzdem noch einen Kommentar veröffentlicht, der irgendjemanden nicht passt. Es wird immer jemanden geben, dem ein Kommentar nicht passt. Wenn er stark ist, wenn er etwas forciert ist, wenn er etwas weitergeht. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was da in den Foren geschrieben wird. Aber so funktioniert halt einmal die pluralistische Gesellschaft, auch eine Mediengesellschaft, eine Gesellschaft, in der es neue Medien gibt. Wer sind denn die Wächter darüber, die plötzlich bestimmen, ob ein Kommentar veröffentlicht werden darf oder nicht, ob er beleidigend ist oder nicht? Wer sind es denn? Eigentlich dann die Medien selbst. In nur einem einzigen Punkt kann ich folgen, und das ist die Strafbarkeit. Denn es gibt Gesetze. Und wenn eine Instanz, und das ist das eine Institution, eine Gewalt sozusagen im Staat, kann das dann letztlich entscheiden. Und das ist die Justiz, die Gerichtsbarkeit. Die kann dann sagen, dieser Kommentar ist strafbar, dieser Eintrag ist strafbar. Niemand sonst kann das in irgendeiner Form bewerten, weder vorher noch nachher. Jetzt kommen wir so weit, dass wir natürlich hier Kriterien anlegen gegen die Medien oder gegenüber den Medien, wo wir die Medien disziplinieren, wo wir auch die öffentliche und veröffentlichte Meinung disziplinieren wollen. Das ist der Anfang in diesem Bereich. Dann gibt es irgendwann den nächsten Schritt, dann wieder den nächsten Schritt über das Geld, über die Geldschiene hier, sagen wir mal so, Maulkörbe anlegen, über die Geldschiene disziplinieren, das halte ich für grundfalsch. Im Übrigen, wie gesagt, müssen wir, wenn schon, auf die Selbstregulierung der Medien setzen, die es ja irgendwann einmal auch selbst verstanden haben, dass bestimmte Entwicklungen
nicht so sein können, wie sie eben auch in den letzten Monaten und Jahren waren. Die Online-Schiene, die Online-Meinungsäußerung ist noch nicht so alt, wenn man das so will. Sie hat in den letzten Jahren natürlich eine bestimmte Form erreicht und deshalb wurde sie einmal ordentlich ausgenutzt. Auch gegen uns, ja, selbstverständlich. Auch in einer Form, die absolut nicht akzeptabel war. Aus subjektiver Sichtweise und wahrscheinlich auch aus objektiver Sichtweise nicht akzeptabel war. Aber unterm Strich müssen wir eine Entscheidung treffen. Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung oder Meinungskontrolle. Meinungsgebundene Förderung oder objektive Förderung. Ihr, die Landesregierung, wahrscheinlich dann die Mehrheit in diesem Landtag, haben sich entschieden und werden sich entscheiden. Nämlich meinungsgebundene Förderung, selbstverständlich, Meinungsfreiheit nein, es wird Meinungskontrolle ausgeübt und das ist die Entwicklung, in welche Richtung wir gehen mit diesem Gesetzentwurf. Und dann noch einige andere Kriterien, die angewendet werden. Zum Beispiel die Frage des Berufsstandes, des Journalismus. Wir ändern hier das Berufsrecht. Wir erkennen nicht mehr an, dass es ja ein Berufsrecht gibt beim Journalisten. Es ist ja genau definiert, was ein Journalist ist, auf diesem Staatsgebiet zumindest. Und wir ändern das mit diesem Landesgesetzentwurf. Wir gehen her und ändern die Berufsbestimmungen. Die Berufsbezeichnung ist ja klar abgegrenzt, wer Journalist ist und wer sich Journalist nennen darf. Laut einer bestimmten Voraussetzung. Wir ändern das. Wir gehen her und sagen, naja, wer irgendwo seine Qualifikation erworben hat, der darf sich hier auch im Sinne dieses Gesetzes Journalist nennen. Ja, um Gottes Willen, wenn wir das zum Beispiel bei den Skilehrern tun würden, dass jeder, der irgendwo sagt, ich bin Skilehrer, der darf in Südtirol Skilehrer machen. Da hatten wir ja schon Kämpfe hier ausgetragen. Da war ja eine Invasion der sizilianischen Skilehrer wurde befürchtet. Deshalb musste man sich abschotten hier mit einem Gesetz in der letzten Legislaturperiode, damit wir keine Invasion der sizilianischen Skilehrer haben. Denn die sind ja nicht ordentlich ausgebildet. Wenn, dann müssen wir schon klarstellen, dass hier die Regeln gelten und der Skilehrer darf nur der Skilehrer sein, der eben nach unseren Regeln hier Skilehrer ist. Und jetzt gehen wir her und sagen, ja, Journalist, Publizist, das ist, mag sein, dass es da eine Kammer gibt, dass es da Berufsgesetze gibt, die genau definieren, wer Journalist ist und unter welchen Voraussetzungen sich jemand Journalist nennen darf. Aber das ist kein großes Problem, denn jeder darf sich Journalist nennen, mehr oder weniger, der irgendwo in Europa sich irgendwann einmal diese Qualifikation erworben hat und der darf dann diesen Beruf hier ausüben. Also entweder es gibt eine Berufsbezeichnung oder es gibt sie nicht. Generell noch einige Dinge zur Anmerkung hinsichtlich der Kriterien, die angewendet werden bei der Förderung, die natürlich im Sinne einer Wirtschaftsförderung durchaus sinnhaft erscheinen können. Die Verbreitung der Medien, also die Auflage oder die Klickzahlen und dergleichen. Oberflächlich gesehen klingt das gut. Also ein Medium, also wir haben einen Grundstock für alle Medien und dann fördern wir noch gemäß Verbreitung. Höhere Auflage, höhere Förderung, höhere Werbeeinnahmen und. Das klingt logisch im Sinne einer Wirtschaftsförderung. Im Sinne einer Medienförderung fördert das Monopole, ganz klar. Und weniger den Pluralismus, sondern fördert Monopole. Jetzt geht man her und sagt, ja, wir stocken die Medienförderung, die Gesamtsumme so weit auf, damit dann auch ganz die Kleinen und die Allerkleinsten noch überleben können und mitmachen können. Deshalb sind wir überzeugt, dass wir den Pluralismus fördern. Ich bin der gegenteiligen Meinung. Ich bin der Meinung, gerade durch diese Kriterien, die wir hier ansetzen, Verbreitung, Klickzahlen, Auflage und so weiter, als zusätzliche Kriterien, die stärken das Monopol, stärken die Monopolbildung und schwächen auf keinen Fall diese Monopolsituationen und sie benachteiligen natürlich die Kleinen. Die Kleinen werden immer die Kleinen sein und die Großen werden immer die Großen sein und werden immer noch größer gemacht werden und als größere gefördert. Deshalb bin ich grundsätzlich der Meinung, dass wir hier noch objektivere Kriterien ansetzen müssen, aber grundsätzlich denke ich, dass dieser Gesetzentwurf hier nicht in dieser Eile durchgepeitscht werden sollte, sondern zurück in den Ausschuss müsste.
Danke, Kollege Böder. Bitte, Kollege Mayer. Danke, Herr Präsident. Ich knüpfe hier an, wo Kollege Böder aufgehört hat. Auch ich bin der Meinung, dass dieser Gesetzentwurf noch einmal in die Kommission zurückkommen müsste. Ich weiß, dass das nicht der Fall sein wird, aber auch ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie es